Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das hier ist der Kai, a.k.a. Schmale Schulter. Vor 4 Monaten hast du mich gefragt, Johannes, wie sieht's aus, bevor unser zweites Kind kommt und ich Papa werde, mein Leben vorbei ist, will ich schnell nochmal einen Wettkampf machen. Ja, und jetzt stehen wir hier, vor ganz der genau. Stadthalle. Und heute ist es soweit, Leute. Jetzt kommt gleich die letzte Farbschicht und dann geht's los. Und das hier muss verbessert werden. Was ist das denn? Ja. Ich habe so geschlafen. Der Arm war schon vorgebräunt. Mein Arm ist auch schon vorgebräunt. Heute zum allerersten Mal mit Publikum. Richtig viele Leute. Ich hoffe, deine Community wird hier richtig am Start sein und Gas geben. Da hoffe ich auch drauf. Das wird richtig geil. Die letzten Wettkämpfe haben entweder nicht stattgefunden und es gab nicht mal Publikum. Das wird heute das einfach nur Spaß haben, Rock'n'Roll und so. Wenn jetzt irgendeiner von den Athleten wie krass aussieht, ist es scheißegal, weil du siehst auch krass aus. Danke. Weißt du, was ich meine? Also nicht, weil man sieht dann immer die Leute und denken sich so, oh mein Gott, ist der brutal. Aber man fängt natürlich automatisch an, so zu vergleichen, ja, alles klar, ja, wow, krass sieht der aus und so weiter. Aber unterm Strich, ich habe alles in den letzten 12 Wochen gegeben, was ich geben konnte. Ich habe alles in die Wege geleitet, um jetzt hier zu stehen und das bestmögliche Paket auf die Bühne zu bringen. Und dann wird gleich abgeliefert und dann sehen wir, was dabei rumkommt. So machen wir das. Es ist erschreckend, also ich spüre keine Aufregung. Das ist ganz komisch. Das ist also kommt normalerweise kurz vor der Bühne. Ja gut, das wird ganz wild, glaube ich. Da wird mein Impuls wahrscheinlich explodieren. Wenn dann auch erstmal die Zuschauer da sind. Also wenn ich mir die Athleten alle so angucke und jetzt so ein Wettkampf-Feeling aufkommt, ich krieg so Bock, ich bin so hyped. Und Kai wird da gut dastehen neben den anderen. Nicht vergessen, das sind alles Athleten, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Das ist ein Newcomer-Wettkampf. Hände hoch, Polizei! Ein Polizeispruch in jedem Video oder was habt ihr vereinbart? Ja, guck mal, genau. Das ist doch perfekt für die Men's Physik oder was? Ich krieg langsam richtig Bock auf Wettkampf. Kai ist immer noch nicht aufgeregt? Nee, ich will eigentlich nur anfangen, mich aufzuwärmen. Ja, weil dir die ganze Zeit friert und Gänsehaut. Die ganze Zeit abfriert. Ich meine, Sonne wirklich ist. Und du bist eigentlich keine Frostbeule. Nee, eigentlich muss nicht. Man dazu sagen. Nur jetzt die letzten 2,5 Monate. Ja, obwohl du dir jetzt in 2 Tage genug geladen. Ja. Geladen, sei vorsichtig. Ja, aber geringer Körperfettanteil ist geringer Körperfettanteil. So ist das, ne? Da helfen auch die Muskeln nicht beim Heizen. So, jetzt gibt es in 10 Minuten Glanz, ne? Glanz, genau das Finish. Und dann pumpen wir die Kiste auf. Oder ist das mittlerweile so dunkel, dass man gar nichts mehr sieht von der Muskulatur? Nee, dann kommt jetzt gleich genug Licht und dann sieht das noch alles ziemlich hobby aus. Ja? Jetzt gibt es nochmal eine Mischung aus Crank Pump Pro und dem normalen Crank. Diese Koffein mit rein. Weil das ist, oh Gott, ist der kalt. Vielen Dank nochmal an alle, die uns supportet haben, natürlich auch den Kai mit seinem Code bestellt haben. Oder auch mit meinem Code. Ehre, Leute, ihr wisst, besten Subs gibt es bei Fitmart. ESN More, egal was, steht unten alles in der Beschreibung drin. Seht ihr den Monitor? Wir können jetzt immer schon genau sehen, welche Klasse auf der Bühne ist. Das ist jetzt die Men's Physik 1 und danach kommt die 2, die größere Men's Physik. Das ist kalt. Ich stehe immer unten, du fixierst mich auch, aber denk dran, dich überall zu zeigen. Also zeig dich dem Kampfgericht. Sei immer präsent das Kampfgericht. Oberkörper nach vorne, der Rest weißt du. Ja, einfach. Ich werde dich hören, du wirst ja laut genug sein. Wenn ich nichts sage, ist super. Wir gucken nochmal mit dem Tempo. Manchmal werde ich sagen, vielleicht ein bisschen schneller oder langsamer, je nachdem, weißt du? Mhm. Wir sind jetzt Backstage, nur noch 5 Minuten, bis es losgeht. Ich glaube, Kai ist jetzt doch langsam ein bisschen aufgeregt. Jetzt langsam. Man merkt ja schon im Tunnel. Jetzt ist er im Tunnel, volle Pulle, Alter. So muss das aber auch. Rausgehen, der nette Sunnyboy, der nette Sunnyboy, Spaß haben. Bist du bereit? Stell dich jetzt auf, wir setzen uns jetzt schon vorne hin, damit wir das genau sehen können. Viel Spaß, immer noch kalte Hände, Alter. Was ist dein Moment? Mega. Okay, jetzt hat er Bock. Einer ist dabei, der sieht richtig krass aus. Ich glaube, der wird hier heute alles abräumen. Der so massiv war, meinst du? Der so, nee, der so rund, der so hat es wunderschön, ist der einfach wunderschön. Ihr werdet das sehen. Wir sehen uns jetzt gleich auf der Bühne. Also, ich weiß nicht, wer noch kommt, aber einen habe ich gesehen, wo ich sage, das wird jetzt schon schwer. Aber du sagst eigentlich insgesamt. Insgesamt ist er super vorbereitet. Wir können nicht mehr tun als das, was wir bisher getan haben. Jetzt ist der Tag der Abrechnung. Wir sehen es ja jetzt gleich, wenn es auf die Bühne geht, ne? Du müsst eigentlich noch mal pinkeln, aber ich habe keine Zeit. Jetzt komm.
Jetzt geht's los. Also das Beste ist schon mal, dass Kai der Einzige mit einer pinken Hose ist. Das ist schon mal super. Alter, der ist aber auch brutal. Was ich euch eben gesagt habe, der Typ mit der gelben Hose, der ist so brutal. Der ist geboren, um Bodybuilding zu machen, egal welche Klasse. Fünfter geboren bei Junioren. Weil er zu massiv ist. Der ist zu massiv. Sollen wir mal gleich hören, ob Kais Publikum hier am Start ist? So. Genau, überall zeigen. Bauch. Ja, Bauch, besser. Das Ding ist, die Schatten von dem vor ihm, der Schatten ist auf seinem Bauch drauf. Ist halt richtig kacke. Komm mal ein Stück nach vorne, Kai. Geh mal einen Schritt nach vorne. Aber von hinten ist er super. Bisschen mehr Präsenz, Alter. Bisschen mehr Präsenz. Und Kai, einen Schritt nach vorne kommen. Kleinen Schritt. Jawohl, mach ein bisschen mehr Action da oben. Sehr gut, und nochmal ab, komm. Super, genau so. Bleib weiter vor, lass dich nicht zudecken. Bauchsqueeze, Arme einbringen, Bauch. Komm vor. Komm ein bisschen nach vorne, Kai. Ja, so ist gut. Ja, Hand hoch. Schön, super. Klasse. Und zeigen, überall zeigen. Eindrehen, ja. Bisschen mehr Fläche, bisschen mehr eindrehen. Er muss in den ersten Vergleich, Leute. Jetzt, er muss in den ersten Vergleich. Und jetzt wird hier gerade rausgesucht, ob er... Ne, ja, genau. Bauchspannung, Linie, Stefan. Super. Und zeig dich überall. Zeig dich. Druck auf den Bauch. Luft aus dem Bauch raus. Komm. So schön. Ein bisschen schneller in die Posen, Kai. Und jetzt, Stefan, zeig sie, komm. Und raus. Jawohl, super. Und ja, schneller rein, na komm und zack. Zeig dein Bauch. Jawohl, so ist gut. Halten und zeigen. Ja. Halten und zeigen. Squeeze, komm. Sehr schön. I want to see in the middle from the front. Jetzt ist wichtig. Jawohl. Right, jawohl. Stark, Kai. 11 and 10. Boah, Alter, scheiße, Junge. Da seht ihr es, ne? Meine Prognose. Ich hab auch Gänsehaut. Junge. Da kann man nur hoffen, dass der neben ihm zu brutal ist für die Klasse. Jetzt ein bisschen schneller. Und raus damit. Ja, aber prima. Und Fläche zeigen. Hand auf. Side triceps, your favorite one. Bisschen schneller, Kai, komm. Und Luft aus dem Bauch, super. And your back double biceps, back to the audience and your back double biceps. Das ist ein knappes Ding, Alter. Und raus. Abdominals and thighs. Eieieiei. Und rum. Super, ist dein Ding. Okay, thank you so much. Stay on the front line, number 19. Jawohl. Oh, Alter, jetzt und? The rest, 10, 11 and 99, please go back to your lineup. I want to see you in the front. Aber warum er jetzt nochmal? Ist er 3 oder 4? Da müsste er 4 sein. Komm, Kai. Schön arbeiten und schnell in die Pose rein. Bisschen nach vorne lehnen, denk dran. Side chest, your favorite one. Open hands, 92, open hands. Okay, thank you so much. It goes back to your lineup. Number 19, the rest stand in front. Also das hieße, dass er eigentlich, so, dass sie geguckt haben, ob er den vierten macht. Das war die zweite Gruppe. Das ist überhaupt nicht geil, Leute. Das ist überhaupt nicht geil. Ja, warum haben sie noch stehen lassen? Verstehe ich nicht. Luisa, was hast du? Ja, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Aber sah gut aus. Hat er doch gut gemacht, ne? Alter, verstehst du den Vergleich bitte? Ich verstehe den nicht. Okay, thank you so much. Please go back to your lineup. Das ist so spannend. Jetzt haben sie den vorhin aus der ersten Gruppe in den Vergleich reingenommen. Ich habe keine Ahnung, was da heute an Wertung kommt, Alter. Ich habe keinen Plan, wirklich nicht. Also die ersten 5 werden jetzt aufgerufen. Come on, Alter. Come on. Ja. Yes. Okay. Alles andere hätte mich auch sehr verwundert. Und jetzt wird es sehr interessant. Ja. Okay, der andere war zu muskulös. Der war zu muskulös, Alter. So, Finale, Leute. Jetzt muss er kämpfen. Das Licht ist so ungleichmäßig, so kacke. Sorry, aber... Den ersten Schritt haben wir schon geschafft. Und schnell in die Posen rein, Kai. Schnell rein da. Nach vorne lehnen. Lass dich noch nicht zudecken da. Schön Druck auf den Arm und zeigen. Bisschen mehr eindrehen.
Überall zeigen. Auch der Einzige, der richtig Druck auf die Wade macht. Ja, auf die Wade. Ja, ja. Ja, ja, gut. Ja, gehört dazu. Und Bauch, schön, Kai. Schön zeigen, er macht das ganz toll. Leute, hat er von Hochzü- nicht die drei zeigen hier bei den Fingern, ne? Ja, yes. Geil, Kai. Sehr schön. Puh, Alter. Jetzt kommt der iWalk. Eine einzelne Präsentationsrunde, wo jeder Freestyle-mäßig performen kann. Wo ist mein Handy? Hast du mein Handy? Das ist Kai. Let's go, Kai. Jawohl. Schön Rastaman-Musik. Jawohl, er fühlt es! Er fühlt es! Vor allem passend zur Mucke auch noch. Geil. Bauchpose! Egal. Na, passt schon, passt schon. Schönste Pose hätte er bringen müssen. Ja. Wo ist mein Handy, Digga? Geil, schönes Ding. Also ich hab jetzt Gänsehaut. Wenn er das Ding nicht macht, wenn er das Ding nicht macht, ey, dann... Johannes, egal was passiert, du wirst weinen. Ich werde nicht weinen, ich werde nicht weinen. Auf keinen Fall werde ich weinen. Aber Leute, wir sind ganz ehrlich, ich habe Bessert bei seiner Pro-Card, bei seinem Sieg letztes Jahr nicht als Sieger gesehen. Deswegen kann hier alles passieren. Boah, Alter! Boah! Jetzt ab! Oh, Krimi, Alter, richtig schwierig! Oh nein! Der hört sich auch sowas. Und Kai post trotzdem weiter. Oh, der ist so drin, der ist so im Film, Alter. Ich glaube, der bloppt danach auch noch drauf. Bitte komm. Oh, ich bin wirklich, heute ist aufgeregt. Ich bin wirklich scheiße aufgeregt, Alter. Jeder hat's verdient. Jeder hat's verdient, so, ne? From the third place, which goes to starting number 10, Christian Huber. Oh shit, Alter, Alter, top. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Gucke. Oh, fuck. Und das ist auch der, wo ich gedacht habe, gegen den Kenner, der könnte das auch gewinnen. Ja. Das ist einfach nur Geschmackssache. Oh, bitte, komm, kein miesen zweiten, Alter. Dann 3-4 sogar, aber jetzt den zweiten wäre echt kacke. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. 69. 69 Kilo versus 90. 89. 20 Kilo schwerer. Ist kein Unterschied. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, keine Lust. Starting number 90. Nein! Nein! Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Glückwunsch. Und gleichzeitig, es tut mir leid. Alles gut. Du hast immer noch, er hat immer noch kalte Hände. Er war du hast dich so krass präsentiert, so, wirklich. Am Anfang du warst so stark. Hat was ein bisschen zugedeckt so. Ne? Du hattest dich ein bisschen mehr in Vordergrund. Ja, mehr mit Vordergrund, ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Ja. Du hast das ganz toll gemacht, wirklich. Ich habe eigentlich gedacht am Ende so, okay, das könnt ihr jetzt wirklich machen. Ich war mir relativ sicher, ich sage mal bewusst relativ, weil die Klasse ist halt auch super subjektiv. Die hatte so die perfekte Physik-View, aber auch. Klar. Digga, ich war ein ganz, wir gucken uns einmal die Wertungsbogen an, weil das war wirklich ein knappes Ding. Es tut mir leid. Liegen ja auf. Nicht auf die Haare. Ach so, sorry. Liegen ja. Also ganz ehrlich, ich fand ja, der sah auch einfach brutal aus. Und man muss sich halt vorstellen, da liegen einfach 20 Kilo Unterschied zwischen, ne, zwischen uns beiden. 20 Kilo. Ja, Mann. Das ist schon heftig. Aber ich habe alles gegeben. Du hast gegeben. Das großartig gemacht, Alter. Danke, Mann. Aber es trotzdem. Ganz starke Performance. Ich muss auf jeden Fall mal ein Foto machen gehen. Ich dachte mir, bitte keinen zweiten. Dann mach 3-4, aber bitte keinen zweiten, Alter. Weil 2 ist so undankbar. Dann hätte auch. Dann ist so. Kaiser! So. Oh Gott. Ich hab's gesagt. Aber das war nur, weil hier Frau und Mann und so und endlich ist vorbei. Diese Emotionen dann immer. Vorher war gar nichts. Wo habe ich mich nun geärgert? Aber so bei Amore bin ich immer Pussy. Ja, ich bin kaputt. War das doch anstrengender, als man denkt. Mhm. Also gerade dann halt auch, wie lange war das? War jetzt nicht so lange, 15 Minuten. Ja, das war lang, ne? 20 Minuten.
Ja? Ja. Also du warst halt am Anfang so echt, warst du echt so ein bisschen lost. Lost in space. Weil es einfach so viele waren. Dann standst du in einem Kacklicht. Standst du in einem Kacklicht am Anfang. Ja, und der hatte, das war subjektiv, wenn du mich fragst. Der hat halt mehr die Klassenkriterien erinnert. Vielleicht war es auch zu muskulös. Was sagst du, Okan? Er hat echt krank abgeliefert. Man hat auch echt gesehen, dass es ihm Spaß gemacht hat. Er war richtig in seinem Element. Also, klasse Leistung. Dankeschön. Ich habe noch mit dem Kampfgericht gesprochen. Also, O-Ton, man hätte auch im ersten und zweiten austauschen können. Wären alle mit happy gewesen. Die einen haben ein bisschen mehr eine Härte gewertet. Die anderen haben ein bisschen mehr die breiten Schultern, die Linie gewertet. Mhm. Und so ist dann dieses Ergebnis entstanden. Du hast nur 3 Punkte weniger gehabt. Mehr quasi. Okay, von wie vielen Punkten insgesamt? Also, 43 waren es irgendwie. Nee, warte mal. Also. Auf jeden Fall hattest du. Knapp. Es war ein knappes Ding, 3 Punkte. Also war ein wirklich knappes Ding, hätte auch ganz anders laufen können, aber hätte Fahrrad. Deswegen war es ja auch so bitter für mich. Schade, ja. Ja, das ist ja schade, ja. Schade. Was mir übrigens auffällt, mein persönliches Feedback, ich habe ja schon den einen oder anderen Athleten gecoacht. Ja. Was hat Kai noch gar nicht gemacht nach dem Wettkampf? Ist jetzt schon ein bisschen her. Gegessen. Und das finde ich richtig cool. Warum sollte ich den jetzt auch essen? Ja, Mann, weil viele nach dem Wettkampf so, jetzt die ist erstmal so alles egal. Ja. Du bist damit beschäftigt. Content zu kriegen. Ich trinke jetzt erstmal einen Boosty. Genau. Mit Code Kai. Und das steht durch Produktplatzierung. Ja, Ehre, auf jeden Fall. Kannst du nicht machen. Ich habe mir gestern Abend noch Overnight Oats gemacht mit Apfel und Weintraube. Da sind drin ein bisschen Flavin' Tasty Stracciatella. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt gleich nach Burger mit King Müll fährt. Ich bin mega gespannt, wie deine Reise weitergeht. Jetzt ist erstmal kein Wettkampf, aber wir haben ja schon darüber gesprochen. So sieht's aus. Jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Baby läuft, mit dem zweiten Kind. Genau. Und wir versuchen irgendwie die Zeit zu nutzen, Trainingsqualität optimieren. Genau. Bisschen schlafen zwischendurch und Muskeln aufpacken. Aber mehr dazu dann bei dir auf dem Kanal, richtig? Genau. Wir werden auf jeden Fall die Sache in Angriff nehmen. Also das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier... Ich wünsche dir von Herzen, dass dein Kind durchschläft. Abliefer. Ganz lange und viel schläft und ruhig ist. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich mir auch von Herzen. Das kannst du aber glauben. Vielen Dank für euren Support. Für die Reise war wieder richtig geil. Danke, heute ich Okan. Von Okan kommt übrigens noch mehr. Ne? Bald stehe ich hier. Du bist im Herbst dran. In Badehose, Freunde. Peace out.